Hypothekenvermittler hat die Übersicht über den Markt. Es geht dabei, wenn es um Hypotheken geht, nicht um zwei oder drei relevante Anbieter. Hier sprechen wir schnell von 12 bis 20 relevanten Anbietern. Wir haben diese Übersicht, A. Wir machen B, dann auch die entsprechende Abstimmung. Nicht jedes Hypothekarvorhaben oder Projekt passt zu jedem Institut, wird schlicht und ergreifend nicht gemacht. GU aus Deutschland, Bauvorhaben im Baurecht etc. passt nicht zu jedem Institut. Und nachdem wir eine Abstimmung machen zwischen Kunde und Institut, geht es selbstverständlich darum, den günstigsten Preis herauszuholen. Wir wissen, welche Institute für welche Kunden wie weit gehen können im Preis, und vor allem haben wir dann vorverhandelte Konditionen, sprich Preise, die dann unter dem Schaufensterpreis der einzelnen Institute sind. Für Kunden bieten wir ebenfalls eine neutrale Beratung, sprich wir sind nicht Produkte getrieben, wie das im Naturell der Finanzinstitute liegt, das natürlich ihre Produkte an den Kunden bringen muss. Hypothekenvermittler braucht es darum, weil der Kunde, um sich den genau gleichen Überblick zu schaffen, einen sehr aufwendigen Prozess durchlaufen muss. Immer in diese Beratungsgespräche gehen, wo man auch in einem Ersttermin nicht wirklich die sportlichen Preise hört. Dann muss der Kunde neben dem Shoppen auch dann verhandeln mit jedem Institut, um schließlich zu Konditionen zu kommen, die schlechter sind als die eines Vermittlers. Warum haben wir denn bessere Konditionen? Weil wir halt sehr viel Volumen an einzelne Institute liefern können und jedes zusätzliche Volumen an dieses Volumen anhängen können. Sprich, der Vermittler holt so die besseren Preise raus für den Kunden. Für die Bank wiederum oder die Versicherung, mit der wir zusammenarbeiten, der bietet mir natürlich die Visibilität. Nicht jeder Kunde denkt sofort an eine Generali oder an eine Swiss Life oder AXA, wenn er an eine Hypothek denkt. Wir filtern dann vor. Bei uns werden Kunden herausgefiltert, die nicht zu den einzelnen Instituten passen. Und schließlich haben dann die Institute, die unsere Kunden erhalten, markant tiefere Prozesskosten, weil die Filterung und Erstberatung bereits über HypoPlus verlaufen ist. Das Potenzial im Vermittlerbereich für Hypotheken sehe ich als überaus groß an. Ich denke, dieses liegt wohl zwischen 30% und 50% des gesamten Neumarkts. Wie komme ich dazu? Also vielleicht generell die Vermittlung von Hypotheken. Die Hypothek ist am Schluss eine Commodity, etwas Austauschbares. Es gibt aber sehr viele Anbieter, die Ähnliches anbieten für den Kunden. Es braucht immer die Abstimmung dazwischen, die ist sehr aufwendig. Hier bietet sich ein Vermittler an. Wenn wir die Zahlen anschauen im Ausland, der deutsche Markt ist bereits stark durchtrieben von Vermittlern, die das Geschäft für Kunden vermitteln. In Frankreich haben wir über 50% aller Hypotheken, die über Vermittler kommen. In der Schweiz, denke ich, sind wir heute bei rund 20%. Wenn wir insbesondere über das klassische Geschäft, Vermittlergeschäft hinausdenken und uns in die Internetsphäre begeben, schauen wir mal in den angelsächsischen Markt. Dort ist das seit 10 Jahren ein überaus substanzieller Teil des Neuhypothekengeschäfts, läuft über das Internet. In Deutschland haben wir mit Interhyp nicht nur über Internet, aber doch auch 8 bis 10% des Neumarktes. In der Schweiz hat das sehr, sehr viel Raum noch, im Internet Hypotheken zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass ein Vermittler alle Bedürfnisse jedes Kunden abdecken kann. Ich denke, jeder muss seinen Platz finden. Wer eine günstige Hypothek im Internet sucht, wird bei uns fündig. Wer eine günstige Hypothek für ein Standardobjekt sucht, egal ob Renditeobjekt, groß oder klein, findet das ebenfalls bei uns. Komplexere Anfragen gehören sicherlich in ein persönliches Beratungsgespräch. Hier mögen andere Players wie MyMoneyPark oder Vermögenszentrum ihren Nutzen bieten. Von dem her glaube ich, der Hypothekenmarkt unterscheidet sich nicht von anderen Märkten, wo wir auch diverse Vermittler sehen, eine Mehrzahl und nicht nur einen.